Hello, what a banana, nice to meet you. Got some questions I'm wondering, can you answer? Like, how much longer I do this? How much longer I do this? Till they realize they stupid for overlooking this cool kid. Yo, was geht, Leute? Einfach mal anschließend und dann gibt es schon Devoted Bazinga und ich fülle einfach immer die Introduction total verkacken, yo, Leute! Wir sind heute bei einer weiteren Folge Real Life Stories angelangt und ich werde euch jetzt kommen und es wird angelangt. Oh, nicht Spaß. Ihr seht schon, das hier, das Thumbnail ist schon godlike, oder? Hier, Gary fucking motherfucking Washington. Ich hab den nur aus einem Grund aufs Thumbnail gemacht. Und zwar genau deswegen. Nee, der Typ ist einfach nur episch. Auf jeden Fall, weil der hat ja irgendwann mal gesagt so, mach mit bei mir. Und ich konnte einfach nicht mehr und deswegen ist der jetzt auf dem Thumbnail. Aber die Real-Life-Story, die heute kommt, die ist eigentlich gar nicht so lustig, ne? Also, das war damals schon richtig, richtig hammerhart, ne? Also, ich jetzt fang nochmal an, ne? Also, ich und mein Kollege, wir wollten damals in einen Shop, der nannte sich Karens Fundgrube, genau. Karens Fundgrube nannte sich dieser Shop. Und dort gab es Spielzeug allerlei. Was heißt Spielzeug? Dort gab es Yu-Gi-Oh! Karten, Videospiele, Gameboy-Spiele, glaube ich, und Pokémon-Karten und allen so ein Scheiß. Allerdings war das damals schon richtig Hammer, dass die Preise da waren schon richtig krass. Also für eine Yu-Gi-Oh! Karte hast du mal 60 Euro gezahlt, ne? Hab ich natürlich nicht gemacht, aber man hätte es machen können. Und ja, ich und mein Kollege haben uns halt verabredet. Wir liefen, das war ganz spät, es war so irgendwie 8, 9 Uhr, also es war zur Winterzeit, schätze ich mal, weil sonst, ansonsten wäre es dann nicht schon so dunkel gewesen. Ne, wir liefen da lang, dachten uns nichts Böses und da ich jetzt keine kleine Vorgeschmackgeschichte blablablub habe, kommen wir auch gleich zur Sache. Ich und mein Kollege haben bei dem Weg zur Karens Fundgrube gesehen, wie jemand überfahren wurde. Das ist kein Spaß. Nein, also nicht überfahren, sondern das war eine Frau, die im Auto saß und die hat diesen Mann halt an den Beinen getroffen. Dieser Mann hat dann einen zwei- oder dreifachen Sideslip über das Auto gemacht oder so und ist dann vorne aufgekommen. Man hat jede Menge Klispern und Klattern hören, während der da. Das ist kein Spaß, auch wenn ich bin halt heute gut gelaunt. Ich bin gerade gar nicht ernst bei der Sache, also deswegen nicht, dass ihr denkt, der Typ hat sich das gerade nur ausgedacht, auf wie schnell es wirklich so passiert. Und wahrscheinlich hatte der irgendwas Gläsernes in den Taschen, aber es war keine Bierflasche. Oh. Also ich und mein Kollege waren so geschockt, ne? Wir wollten da, also ich war früher eine Pussy und ich bin da direkt abgehauen, weil ich keinen Bock hatte, damit irgendwas zu tun zu haben. Ne? Und ich glaube, er ist auch mit mir, natürlich ist er mit mir weggerannt, aber ich glaube, hätte ich gesagt, lass uns mal da bleiben, dann hätte, oder besser, dann wäre er auch da geblieben. Ja, wir gingen den weiten Weg zur Karens Fundgrube weiter. Übrigens, falls ich es nicht gesagt habe, danke Devoted für das Gameplay. Ist mir sehr viel, das bedeutet mir sehr viel. Danke. Wir liefen also weiter. Moment, ich muss hier gerade mal am PC was machen. Jawoll. Und wir liefen weiter. Und wir kamen dann in die Karens Fundgrube rein. Schauten uns die Yu-Gi-Oh! Karten an, hat natürlich, es waren immer noch so leicht aufgeregt wegen der Sache. Da der Mann ja, ich weiß gar nicht, halt, nennt man das dann angefahren, wenn der dann halt nicht unters Auto kommt? Der ist ja dann quasi so geflogen, aber er ist nicht weggeflogen, er hat einfach nur an der gleichen Stelle ein paar Saltos gerissen, ne? Also, auf jeden Fall, und ihr glaubt nicht, bei Karens Fundgrube arbeiten zwei Leute, arbeiteten, weil ich glaube, den Laden gibt es leider nicht mehr. Da arbeiteten damals zwei Leute, also einmal eine ältere Dame und ein älterer Herr.
Naja, so alt auch wieder nicht. Also graue Haare und so hatten sie noch nicht, aber die Jüngsten waren sie auch nicht, ne? Und dann kam der Mann rein und sagte, ey, habt ihr was gehört? Da ist einer angefahren oder überfahren worden. Und mein Kollege hat mich angestupst. Ey, Kevin, den haben wir doch gerade gesehen. Ich so, ja, Junge. Ja, nee, hab ich natürlich nicht. Ich war dann so voll so am Zittern, so, nein. Und ich hab's mir nicht anmerken lassen. Deswegen, weil ich hatte keinen Bock, dass die uns dann ausfragen. Und ich Idiot hab mir damals 3 Höcker Lakota geholt. Die hatten einen scheiß Effekt, da braucht man irgendwie 3. Also es war eine Yu-Gi-Oh! Karte. Das war auch der Grund, warum wir damals da hingegangen sind, weil wir Yu-Gi-Oh! Karten kaufen wollten und ja. Und was macht der dumme Kevin? Du holst dir erstmal 3 Köcker Lakota, obwohl er den Effekt gar nicht kennt. Hauptsache, da ist ein Tier auf dem Bild drauf, ne? Das war jetzt dick schwul. Auf jeden Fall, ja, das war es eigentlich schon von der Real-Life-Story. Natürlich hat man dann so noch ein paar Tage so den Kopf so, boah, heftig, dass ich sowas mal miterlebt habe. Junge, das war die Zeit, in der Viva Piñata noch cool war, Junge. Ich weiß es noch, Junge. Da habe ich gerade den Adler eingefangen hier bei Viva Piñata, ne? Geil. Ja, der Adler ist übrigens voll schwer zu kriegen, ne? Übrigens, apropos Viva Piñata, jeder, der es noch nicht gespielt hat, zockt dieses Scheißspiel. Das ist das geilste Dreckshuren, so ein Fick-Game, was ich hier gespielt habe. Also holt es euch, Mann. Es kostet nur noch 10 Euro und es gibt auch noch einen zweiten Teil und einen dritten, aber der dritte Scheiß oder der zweite Scheiß auf jeden Fall. Ihr müsst diese Gartenspiele spielen, die sind richtig heftig nice. Das ist kein Scherz. Und ich hab einen Penis und keine Muschi. Das ist dick behindert. Warum bin ich eigentlich heute so nicht jugendfrei? Das kennt man ja gar nicht von mir. Auf jeden Fall. Und ihr kleinen Abonnenten, die mir langsam auf den Sack gehen, warum postet ihr nicht in die Kommentare, was euch mal passiert ist? Seid ihr so faul oder was? Jetzt mal ohne Scheiß, was denkt ihr euch eigentlich? Könnt ihr nicht einmal was in die Kommentare posten? Ja, das ist... Nee. Gibt's nicht hier! Sorry. Ich blende da was ein, mach das Mikro leiser, sonst stirbt ihr, sonst geht euer Ohr am Arsch. Aber ich glaube, so Commentary-mäßig war das schon so dick geil jetzt, das Gameplay. Also das Gameplay war, glaube ich, dick scheiße, weil Devoted es mir geschickt hat. Was? Nein. Ich liebe dich, Devoted, du weißt es ganz genau. Kann man denn noch so Großartiges erzählen? Ja, holt euch wieder Piñata, jemand wurde überfahren, Gary Washington ist ein Hurensohn. Was gibt's noch so? Oh, eine WhatsApp-Nachricht. Was geht denn da ab? Oh, von X Deadly Venom. Eine Sprachnotiz. Hören wir uns die doch mal gemeinsam an. Geil, ich hab's zwar nicht verstanden, aber es war geil. Oh, Kev gleich zocken. You Freile, Junge! Jo, Freile, Junge, du hast mich gerade beim Call. Ich bin gerade mitten am Kommentieren. Ja, schon, du bist live dabei. Schick mal was und dann kommst du ins Gameplay. Besser gesagt, ins Video. Und jetzt hört ihr zu, wie ich es ihm sendete. Jo, Freile, Junge, du hast mich gerade beim Call. Ich bin gerade mitten am Kommentieren. Ja, schon, du bist live dabei. Schick mal was und dann kommst du ins Gameplay. Besser gesagt, ins Video. So. Er hat noch 2 Minuten Zeit? Nee, eigentlich nicht. Oh Mann, war das dick behindert. Okay, mal gucken, was er mir für ein Audio schickt. Vielleicht wird er ja sowas Behindertes schicken und, ne, ihr wisst, wie es läuft. Warte, ich mach mein Handy erstmal aus. Ich leg mein Handy neben das scheiß Teil hier, damit ihr das hört, wenn es gleich bling macht. Oh, Junge, Alter. Ja, also wenn ich so zurückdenke, war das schon schlimm damals mit dem Überfahren, ne? Also es kann ja nicht jeder von sich behaupten, dass er mal jemanden gesehen hat, der überfahren wird. Und oder angefahren, ne? Das Einzige, was ich nie erleben will, wie jemand vor mir stirbt, das wäre schon richtig kräftig, heftig, Hammer, ne? Oh, der ist der Levenim, der schickt mir nichts zurück, der Alte. Der will anscheinend nicht, dass seine Stimme gehört wird. Er will das nicht. Der will das anscheinend nicht. Na gut. Oh, da ist eine Nachricht, meine Freunde. Schnell, die kann noch abgehört werden, bevor das Gameplay endet. Und die geht. Oh, hier sind mehrere. Jo Leute, ihr wisst, wie es läuft. Alle abonnieren. Alles klar, bis dann. Ihr seid alle hässlich. Gary fucking
Ding Dong macht mit meinem Jotbadus. Gary fucking Washington macht mit meinem Jotbadus. Jo Leute, und damit beende ich das Gameplay. Ciao! Ihr Team hat verloren.